Läuft. Herzlich willkommen zu einem neuen Video und ein gutes neues Jahr wünsche ich euch allen. Ja, eigentlich wollte ich euch als allererstes dieses Jahr etwas über meine neue Auspuffanlage, wie bei Instagram schon mal gezeigt, wollte ich euch eigentlich darüber was zeigen. Gibt aber so, naja, ich sag mal kleinere Komplikationen. Die Auspuffanlage ist schon unterm Auto drunter, passt alles wunderbar, aber ich sag mal, ja, fängt schon genauso an, wie das Alte geändert hat, nämlich nicht so ganz toll. Wir haben auf dem Weg zur Familie über Weihnachten mit dem Audi, mit meinem A4, auf der Autobahn auf einmal Batterielampe an, okay, Lichtmaschine defekt. Hat sich auch gar nicht irgendwie anders angekündigt, sondern wenn man drauf geklopft hat, kommt man immer wieder mal so ein paar Kilometer weiter fahren. Ja, also wunderbar, passt, bis dahin geschafft. Also haben wir dann mehr oder weniger Leihwagen von meiner Schwiegermutter bekommen, einen Golf 6 und sind dann damit heimgefahren, weil ADAC braucht aktuell gerade 4 bis 6 Wochen irgendwie, bis das Auto hier ist und naja, habe ich gesagt, nee, komm, lass, wir machen das anders. Also das Auto mitgenommen und wollten dann eigentlich, haben eine neue Lichtmaschine bestellt, die kam dann auch recht schnell, wollte dann eigentlich über Silvester zu meiner Schwiegermutter nach Frankfurt wieder rüberfahren und habe gedacht, ja, baust dann da die Lichtmaschine ein, dann ist alles gut und dann fahren wir mit dem Audi dann auf Neujahr wieder zurück. Dann hat sich meine Frau gedacht, die fährt sich einen Reifen kaputt bei meiner Schwiegermutter im Auto. Und zwar hat die das im Reifen stecken gehabt. Das ist krass, oder? Das war komplett drinne. So, heißt, ich kann diesen Reifen natürlich nicht mal mehr reparieren. Und der ist halt fast neu. Ich zeige euch das mal kurz. Jetzt steht der Bock hier seit 4 Tagen, hinter mir seht ihr das, auf der Bühne, weil ich den nicht richten kann. Weil der Reifen nicht da ist. Das heißt, ich würde da jetzt erstmal einen gebrauchten Reifen drauf machen, damit wir das Auto von der Bühne kriegen, damit ich dann an meinem Golf weitermachen kann. Der hat, also einmal wegen der Auspuffanlage wollte ich euch ja zeigen und ich muss Bremse, also die Bremssättel hinten halt machen, weil ich kann die Handbremse nicht mehr anziehen, sobald ich anziehe, bleibt die halt hängen. Das ist ein bisschen blöd. So, jetzt passt auf, jetzt zeige ich euch das mal kurz. Das Teil, müsst ihr euch vorstellen, war also so quasi seitlich da, so drinne. Das heißt, ich kann den nicht mal reparieren, selbst wenn ich wollte, würde es nicht funktionieren, weil davon überhaupt nicht. Ne? Ich darf hier in dem Bereich überhaupt nicht, in dem Bereich hier überhaupt nicht reparieren. Zumindest nicht mit einem Pilz oder ähnlichem, was auch sowieso nicht funktionieren würde bei dem Teil. Das ist schon echt krass. Also das ist hardcore. Ja, dann schmeiße ich jetzt da den gebrauchten Reifen erstmal drauf. Ich habe ja welche da. Ein paar gebrauchte, die ich mir für Notfall immer weg tue. Damit ich den Bock halt bewegen kann. Und dann, wenn es dann zeitlich reinpasst, fahre ich den Vierer, den GTI gleich nochmal kurz auf die Bühne. Da kann ich euch gerade mal kurz zeigen. Die Bremssättel. Einmal Bremssattel hinten, komplett neu, also beidseitig, ich habe 2 Stück. Da wird dann nachher auch noch mehr gemacht, aber das muss jetzt auf jeden Fall vorm Winterende muss das noch passieren, weil ohne Bremse ist halt Mist. Da werde ich nachher noch ein bisschen was zu sagen, beziehungsweise muss ich die erstmal dann schauen, ob das die richtigen sind, ob das alles passt, weil ich werde die direkt in schwarz lackieren. Ich werde die nicht so lassen. Ich mache die gleich, wenn die passend sind, direkt schwarz lackieren. Ah, komm schon. Ja, dann würde ich sagen, tue ich jetzt einmal kurz den Reifen montieren und dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn ich einen Golf auf der Bühne habe. So, wie ihr seht, das ist der alte Bremssattel. Ist jetzt übrigens der GTI. Das ist jetzt der alte Bremssattel und das ist der neue und weiß nicht, seht ihr das eigentlich so, dass ich nicht im Licht stehe? Also das schaut gut aus. Auch die Verschraubungspunkte, Aufnahmepunkte von der Bremsleitung, das schaut alles gut aus. Das passt alles soweit. Da würde ich sagen, die passen, das heißt, die können wir dann lackieren. Da mache ich mal keine große Farbe wie rot oder sowas, das wird einfach nur schwarz lackiert. Der Rest wird schön sauber gemacht. Bremsscheiben und Radlager mache ich auch noch neu. Kommt dann aber alles zum Frühjahr, weil das nutze ich jetzt erst noch fertig ab, das Zeug. Und dann muss ich auch Ankerblech mitmachen.
Naja. Und wie ihr seht, Auspuff. Da, da. Das schauen wir uns jetzt an. Ich heb den jetzt mal noch ein Stückle weiter hoch, dass man was sieht. Und dann erzähle ich euch auch noch mal zwei, drei Worte dazu. So, wir haben einmal, wo sind wir hier? Das, hier ist der Cut. Ja, der ist voll. Ab hier, komplett. Einmal Gruppe A, also 63,5 cm sind es, glaube ich, bis halt hinten raus. Einmal komplett. Und dann mit 2x76 mm Ausgang hinten raus. Klangtechnisch ist er gut, aber Passgenauigkeit ist eine absolute Vollkatastrophe. Hier oben mussten wir wirklich, also das ist nur Gott sei Dank nur das Hitzeschutz ein bisschen beidengeln, haben lange, lange gebraucht, bis wir das passend hatten. Und Hauptproblem war, weiß nicht, ob man es sieht, ich habe überall neue Gummis reingemacht. Naja, ich krieg's fast nicht drauf. Hallo, Fokus. Wir mussten hier das Gummi höher setzen wie hier, weil die haben den Halter schief angeschweißt. Das Problem an der ganzen Geschichte war, jetzt habe ich leider den alten Auspuff nicht mehr. Da war noch eine Originalauspuffanlage drunter. Das heißt, der ging komplett durch. Vom Endschalldämpfer bis quasi hier war ein Teil. Ich musste den zerflexen. Ging sonst keine Möglichkeit, den rauszuholen, ohne die Hinterachse abzulassen. Hinterachse kann ich aber aktuell nicht ablassen. Liegt daran, dass ich halt einfach die Hinterachslager nicht da habe. Die müsste ich dann neu, würde ich dann gleich neue mit reinmachen und den ganzen anderen Krempel. Das kommt aber alles dann, wenn ich die weggebe zum Pulverbeschichten. Das heißt im Sommer, wenn ich mit dem Fahrrad dann mal 2-3 Tage unterwegs sein kann, auf die Arbeit fahre oder sowas, weil jetzt im Winter, nö, habe ich da überhaupt keinen Bock drauf. Ja, soweit, so gut zum Auspuff. Ich denke mal, da gibt es dann nochmal ein paar extra Fahraufnahmen, werde ich dann nochmal machen, weil jetzt gerade aktuell, mir steht der Kopf hier oben, ne, weil irgendwie alles gerade auf einmal kaputt und dann steht alles weit weg, dann kommt das Zeug nicht bei, dann, ja, im Moment ist irgendwie Vollkatastrophe. Was gibt es sonst noch zu sagen? Mal so ein kleines Update zu dem Fahrwerk. Lasst einfach die Finger von diesem Billigheimer Müllhaufen. Das geht gar nicht. Also wenn ihr gerade dabei seid, euch irgendwie ein Fahrwerk zu kaufen oder was, dann guckt, dass er irgendwo in einem namhaften Segment bleibt, wie AP, KW, H&R und wie sie alle heißen. Ne? Weil das, ne, niemals mehr. Ich habe das nur eingebaut, weil ich es geschenkt bekommen habe. Es war umsonst. Ja? Weil Originaldämpfer waren 2 Stück halt einfach nach 25 Jahren mal durch. Die waren nichts mehr. Dementsprechend habe ich gesagt, komm, ich habe es liegen, es passt hier rein, ich baue das ein. Niemals mehr in meinem Leben mache ich das. Das ist ja absoluter Müll. Ich lasse mal das Auto ab, ich gucke mal, ob ich das Geräusch drauf kriege, wenn er auf dem Boden steht und ich drücke mal ein bisschen am Kotflügel. Dann werdet ihr das wahrscheinlich schon hören, wenn er das Geräusch macht. Das ist Vollkatastrophe. Ja, so. Schauen wir mal, ob wir das Geräusch hier irgendwie hinkriegen. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat, aber das macht der so laut, wenn das mal ein bisschen in Bewegung ist, dass du denkst, du hast einen Seehund daran sitzen. Das hört sich wirklich 1:1 so an. Das ist Katastrophe. Also, und so fährt das übrigens auch, ne? Das ist, wie soll ich das beschreiben? Du fährst auf der Geraden, alles gut. Du fährst durch Bodenwellen, alles gut. Fährst eine Kurve, alles gut. Kommt in der Kurve eine leichte Welle, fängt das ganze Auto an und wackelt wie so ein, ja, keine Ahnung, das wird instabil. Das macht keinen Spaß, so zu fahren. Also für jemanden, der Fahranfänger ist zum Beispiel und überhaupt nicht weiß, was passiert, ciao, kannst vergessen, Mülleimer. Tonne auf, Fahrwerk rein, Tonne zu. Das Fahrwerk lohnt sich nicht mal, das werde ich auch nicht verkaufen. Also wenn ich das ausgebaut habe, geht das so, wie es ist, direkt in die Tonne. Das kannst du ja niemandem antun. Das ist ja, nee, also tut mir leid, da bin ich raus. Auspuffanlage, wie gesagt, wenn man ein bisschen handwerklich begabt ist und ein bisschen was an Werkzeug da hat, kann man es selber drunter bauen. Das geht.
Aber ich sag mal, klangtechnisch ist gut, kann ich mich nicht beschweren. Aber bis das Ding dann runter war, da waren, sind einige Stunden ins Land gegangen. Und ich denke, also ich habe schon in einigen Foren nachgelesen vorher und wegen Passgenauigkeit hin und her. Und die einen haben gesagt, passt super, der andere sagt, passt gar nicht. Ich bin ja auch der Freund von, das, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Beim Vierer Golf, wenn ihr da einen Auspuff drunter macht, ja, ich guck mal kurz, dann hängt das Ding normalerweise, oh, sieht das eh schon so schon scheiße aus, so hier sieht man es ganz gut. Bei mir ist jetzt hier genau an der, hier ist nicht viel Platz. Ne? So, normalerweise hängt der hier. Also nochmal eine Rohrstärke weiter unten. Wenn ich ein Bild finde, dann mache ich davon mal ein Bild rein. Das ist Katastrophe, wie das aussieht. Und das gefällt mir gar nicht, da ich ja noch keine V6-Lip oder Jubi, also Heckansatzen hier noch nicht da habe, muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Dementsprechend habe ich dann das jetzt einfach so gelöst, dass ich den ganzen Halter bearbeitet habe, habe das unten drunter ein bisschen ausgeschnitten von der Heckschürze, um den da oben weiter reinzukriegen. Hat geklappt. Aber bis du diese Rohrbiegungen, das alles so weit hast, dass da nichts klappert, ey, das, nee. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir sehen uns. Bis denne. Haut rein. Ciao.